Hallöchen, meine Lieben, willkommen bei Freyas Orakel. Wir wollen mal jetzt schon mal in den Monat November reingucken. Ich werde jetzt ja auch immer Monatslegungen vorher machen, ne? Vielleicht so Mitte des Monats immer, was im nächsten Monat auf uns zukommen könnte. Da werde ich auch hier eine kleine Playlist erstellen, weil das ist auch noch mal ganz, ganz interessant. Da können wir nämlich auch noch mal reinhorchen, ja? Also der Monat November 2023, was kommt? Was zeigt sich uns alles? Na, wir gucken jetzt alle Themen an, die sich hier aufzeigen. Erstmal ziehen wir jetzt hier ein paar Hauptenergien. Was kommt im Monat November aufs Kollektiv zu? Das ist also sozusagen eine kleine Special-Legung von mir. Im Monat November geht es in eine höhere Bewusstseinsebene. Es geht um Zusagen, um Verbindlichkeiten. Ja, das ist doch schon mal schön, dass man seinen Zielen folgt. Wow, da bin ich ja glatt sprachlos. Na, so gut. Was sagen die Lektionen deiner Seele? Es geht also wirklich darum, dass man hier in eine höhere Ebene jetzt reinkommt. Na, im Monat November. Im Monat November geht es auch darum, dass man leugnet. Man soll aber zu seiner Angst stehen. Also ich lese mal vor. Ich stehe zu meiner Angst, setze jedoch bewusste Einsicht an ihre Stelle. Na, also du sollst aufhören, damit deine Angst zu leugnen im Monat November. Das ist generell auch so, nicht nur im Monat November, ne, aber gerade in dem Monat November geht es darum, dass vielleicht auch noch ein paar Ängste auftreten können. Guck dir diese Ängste an, ja, tu die nicht vergraben in dir, sonst kommen die dann eh wieder hoch. Also wenn man etwas verdrängt, dann kommt das sowieso wieder hoch, ja. Deswegen sei mutig, sei stark, geh da wirklich mutig voran. Und schau dir diese Ängste an, was macht dir Angst? Weil da kannst du es auflösen damit. Was sagt die Akasha-Chronik? Die Akasha-Chronik sagt, im Monat November geht es auch mal um eine höhere Perspektive von allem. Gib deine begrenzte Sichtweise auf und verschiebe deine Energie in eine höhere Perspektive. Ne? Das hat man ja hier schon mit der Einweihung. Ne? Es geht jetzt in eine höhere Bewusstseinsebene. Das ist diese höhere Perspektive. Also schau wirklich mal die Situationen, die sich dann im Monat November bieten, die sich dir zeigen. Ja, schau wirklich von oben auf diese Sache drauf. Ne? Was die dir eigentlich generell bringt oder zeigen möchte. So, jetzt wird es interessant. Jetzt gehen wir nämlich ein bisschen tiefer. Also, das sind erstmal so die Hauptenergien. Höhere Ebene, Zusagen, Verbindlichkeiten. Die Tivas ist auch die Wolfsrune der Gottheit, dem Kriegsgott Tyr zugeordnet. Und ja, man zieht wirklich jetzt mal voran. Also man zieht nicht in den Krieg, aber man tut sein Ziel anpeilen. Ja? Und das ist im November wichtig. Was ist hier noch im November? Was kommt da noch aufs Kollektiv zu? Ah, okay. Sehr, sehr schön. Das ist schön. Okay, wir fangen gleich am unteren Kartendeck an. Ich nehme wirklich nur die untere Karte diesmal, ne, weil das eine Zukunftsaussicht ist. Ja, also Monat November guckst du dir die Dinge genau an in deinem Leben. Was möchtest du noch mitnehmen? Kann ich aussortieren, fragst du dich. Ne? Guck mal, du betrachtest dir wie diese Frau, diese Kerze ganz genau. Ne? Du hast dir vielleicht schon einiges ausgemüllt, einiges weggetan, hinter dir gelassen und alles. Und das geht auch mit den ganzen Mondphasen hier mit im Monat November. Auf jeden Fall tust du da ganz, ganz viel hinter dir lassen. Also du sortierst aus, ja, ob du jetzt Menschen aussortierst, ob du jetzt aus deiner Wohnung was aussortierst, ne? Manchmal ist es ja so, dass man jetzt langsam so für die Weihnachtszeit alles fertig macht, dass man vielleicht nochmal Fenster putzt und bibabo, ne, weißt schon was. Oder vielleicht auch dann im November schon die ersten Weihnachtssachen dann hinräumst, ne? Auch sowas kann das sein. Man sortiert hier vieles aus, was man vielleicht auch nicht mehr braucht, ne?
Ja, dann geht es im Monat November auch noch um deine Wünsche. Es können sich einige Wünsche hier bezüglich der Sicherheit erfüllen. Man kann sich von, wie schon gesagt, von Dingen befreien, wo man sich befreien möchte. Das kann auch von einem Job sein. Das kann von Dingen sein, die du wirklich vielleicht auch krampfhaft versucht hast festzuhalten, diese ganzen Sachen. Ne, hier auch in geldlichen Dingen oder was deine Stabilität betrifft, kommt hier vieles rein. Du kriegst die Stabilität, du kriegst Sicherheit, ne? Du hast auch Kontrolle über deine Finanzen, über deine Stabilität. Und ja, da können sich einige Wünsche hier erfüllen. Auf jeden Fall haben wir hier in der Mitte die Gerechtigkeit. Wir haben hier zwei große Arkanas. Es geht um deine Wünsche im Monat November, dass sie sich erfüllen. Es geht um Gleichgewicht, um eine Gerechtigkeit, ja, dass so die gerechte Waagschale reinkommt in dein Leben. Das kann in materiellen Dingen sein, das kann in deine Gedanken sein, in deine Gefühle. Wir sehen hier auch im Monat November, bist du hier diese Königin der Schwerter? Ne, du denkst hier sehr, sehr viel nach. Vielleicht machst du auch eine kleine Reise. Das kann auch sein. Komm jetzt auch so ein bisschen rein in die Berge. Ne, und dann sitzt du vielleicht auch dort und denkst so ein bisschen drüber nach. Vielleicht gehst du Bergsteigen. Habe ich für vielleicht nur eine einzelne Person oder auch für ganz, ganz wenige Personen. Manche fahren vielleicht auch Skier in den Bergen, ne, weil ich auch hier vermehrt Berge habe. Auf jeden Fall denkst du viel nach. Du bist dir wirklich im Klaren darüber oder wirst dir im Klaren darüber, was du wirklich in dein Leben haben möchtest und was du im Monat November auch dann hinter dir lassen möchtest in der nächsten Zeit. Du denkst nach über deine Ziele. Du denkst nach, was du ja dir vielleicht auch gerne noch in dein Leben integrieren möchtest, ne? Von was du dich abschneiden möchtest, mit wem du reden möchtest. Und dann haben wir nämlich noch den fünf der die fünf der Kelche. Also du wirst dir im Monat November auch über ganz viele Sachen bewusst, wo es Verrat gegeben hat, wo es Enttäuschungen gegeben hat. Ja, du bist vielleicht auch noch manchmal in so einer melancholischen, sagen wir jetzt mal, Energie unterwegs, ne? Aber ich sehe mit dem fünf der Kelchen, ja, das wird dann schon wieder. Ja, also gerade abends, wenn es abends ist, dann denkst du sehr, sehr viel nach. Ne? Das kommt mir ja auch noch rein. Ja, ein Verrat kann sich vielleicht auch noch so ein bisschen ankündigen. Ne? Oder vielleicht wurdest du auch verraten und das kommt dann jetzt im Monat November langsam wieder so ins Gleichgewicht rein. Ne? Ja, sehr, sehr interessant. Wir fragen aber noch mal kurz auf die fünf der Kelche. Die anderen Energien sehen ja richtig gut aus. Ja, es geht um die Liebe. Ne? Hier hat sich wahrscheinlich eine Chance in der Liebe getan im Monat November. Oder war da, ne? Wir haben hier den König der Kelche. Ja, aber dieser ist vielleicht im Rückzug, ist in der Abwehrhaltung, vielleicht auch dir gegenüber. Oder vielleicht bist du aber auch misstrauisch gegenüber einem König der Kelche. Ne? Weil, ja, das ist so. Wie wenn dich dieser Mensch einfach enttäuscht hat, ja, wie wenn der dich so verraten hat, ne? Auch sowas kann im Monat November auf dich zukommen. So, jetzt gucken wir mal mit dem Lennemoor, ob sich da noch irgendetwas vielleicht dran ändert an dieser Energie, ne? Was zeigt sich hier jetzt noch für den Monat November? Das kann jetzt für sich stehen, das kann aber auch jetzt hier oben mit dazu gehören. Das ist ganz egal, ich lasse es einfach frei fließen. Was ist hier noch im Monat November? Ich werde jetzt gleich mal noch ein paar Karten machen hier zum Abklären, ne? Und dann rede ich, damit ich hier genaue Botschaften habe. Ich soll jetzt sagen, im Wirtschaftssystem, im politischen, ne, da, ja, da gibt es so eine kleine Machthaberei. Es halten viele an ihrer Sicherheit hier fest, die aber auch so ein bisschen entlarvt werden, ja. Und da kommt auch Gerechtigkeit rein. Das soll ich jetzt auch noch mal sagen. So, jetzt geht's weiter. Was ist mit dem Buch? Mit dem Schiff? Ich kläre jetzt wirklich jede Karte ab, damit ich hier das Generelle habe. Ne? Man sehnt sich nach Liebe.
Was ist hier im Brunnen? Der Kummer und der Bär, was sagt der noch? Ich habe nämlich hier viele, viele Möglichkeiten. Ne? Also wir haben jetzt erstmal hier das Wachstum und die Heilung im Monat November. Ne? Das kann hier etwas mit dem beruflichen Thema zu tun haben, dass man hier nach einer Lösung schaut wegen der Kommunikation, ne? Dass man sich ja auf positive Veränderungen ausrichtet. Das kann aber auch hier sein mit einer Behörde, mit einem Arzt, mit allen möglichen, ne, dass da hier eine Heilung oder ein Wachstum ganz einfach reinkommen kann im Monat November. Dann sehen wir, irgendwas wird im Monat November an dir nagen, ja. Und das sind hier irgendwie Belastungen, Schicksalsschläge, was wir mal hoffentlich nicht hoffen. Auf jeden Fall sind hier irgendwelche Belastungen im Monat November, die an dir nagen. Da willst du aber noch Entscheidungen treffen, ne, für diese Belastungen, dass dieses nagende Gefühl weggeht. Und das ist überwiegend unbewusst. Und da zeigen sich mir wieder diese fünf der Kelche. Ne? Das ist wieder diese Liebe, der Verrat vielleicht auch von irgendjemanden. Ja? Auf jeden Fall im Inneren willst du hier mehr Freude haben. Du tust alles dafür. Vielleicht lernst du etwas dazu, dass du hier dir selber mehr Freude generierst, was du dann so im Inneren hast. Ne, das ist so sprichwörtlich dein Buch des Lebens, einfach wieder in das Glück reinzugehen, Dinge erfolgreich zu machen. Ja, vielleicht einfach nochmal was Neues lernen in deinem Leben. Vielleicht hast du aber auch schon viel dazu gelernt, ne, und setzt das jetzt auch hier um. Dann haben wir hier, dass du dich sehr, sehr nach der Liebe sehnst. Also entweder machst du dich auf zu jemanden, den du liebst, ja, oder du hast hier Sehnsucht, etwas nach deinem Herzen zu machen, irgendeine Herzensangelegenheit, ja. Und da tust du hier dich vielleicht auch auf die Reise begeben, irgendwo hin. Vielleicht, das kann zu einer Behördenperson sein, ne, dass du da etwas klärst bezüglich der Selbstständigkeit. Das ist hier ganz breit gefächert, hole ich das jetzt hier raus, ja. Genau. Ja, Herzensangelegenheiten. Viele sehnen sich hier wirklich, Dinge zu machen, endlich mal, die sie wirklich machen möchten. Die möchten nach dem Herzen leben. Die möchten nicht mehr diesen, sage ich jetzt mal, 8-Stunden-Job oder 12-Stunden-Job. Ne, die möchten jetzt wirklich etwas machen, was sie sich wirklich hier wünschen, auch beruflich, und wenden sich dann an eine Behördenperson vielleicht auch noch, dass sie mit dieser Person reden. Andere gehen vielleicht zum Arzt, klären da etwas ab, irgendwelche Belastungen, die an einem nagen. Und ja, ne, ich sehe hier auch noch im Monat November irgendeinen Kummer, der dir hier zu schaffen macht. Ja? Du machst dir Sorgen, du hast hier irgendwie innerlich auch noch Kummer. Das können Dinge mit dem Vater sein, das können Dinge sein, auf die du guckst, die mit der Vergangenheit oder mit dem Chef zu tun haben oder auch mit einer Behördenperson. Ne? Kann auch ein Arzt sein. Was ist hier mit den Eulen noch? Ja, da gibt es Unklarheiten oder Ängste. Ne? Du hast Angst oder Unklarheiten hier in deinem Inneren. Und warum? Das klären wir. Wir gehen jetzt heute mal ein bisschen tiefer, gell? Ja, weil du willst dich irgendwie neu ausrichten. Und auf was denn? Ja, auf Klarheit, auf Wünsche, auf Wunscherfüllung. Das, was ich eigentlich schon gesagt habe, ne? Der Monat November, das ist ja, wir gehen ja dann so auf die Winterzeit zu. Und da ist es ja meistens so, dass man vermehrt ins Innere kehrt. Ja, das ist nicht mehr so, dass man wie im Sommer nach draußen geht, einfach mal nach Sonne schnappt, Vitamin D tanken geht, ne, und alles unternimmt, sondern gerade die Winterzeit, wenn es kälter draußen wird, werden die Herzen auch viel, viel weicher im Inneren. Ne, und dann sitzt man zu Hause oder man denkt wirklich über sein Leben nach, ja, man philosophiert über sein Leben, man denkt über seine Wünsche nach, vielleicht auch schon für das kommende Jahr, ne, auch sowas ist das. Ja, sehr, sehr interessant, ne, was dazu kommt. Was kommt denn hier genau mit dem Bären auf dich zu im Monat November? Es geht um dein Inneres. Man wird wieder stärker. Ne? Also das ist jetzt nicht nur so, dass du als Frau stärker wirst, sondern alle, die jetzt hier zugucken bei diesem Orakel für den November, ne, ihr werdet wieder stärker, ihr gewinnt wieder mehr Kraft, vor allem an Stabilität im Innerlichen. Ne, was ich eigentlich hier oben schon gesagt habe, dass man sich hier wünscht, dass man ganz einfach wieder stabil wird, dass man dieses ganze
diesen Verlust, den man vielleicht auch hat im November, ne, dass man das alles hier in die Waagschale steckt, ja, dass man hier wirklich ein gesundes Gleichgewicht reinbringt. Und das schaffst du hier auch im Monat November. Du wirst wieder stärker. Du denkst zwar noch über viele vergangene Themen vielleicht auch noch nach, vielleicht auch noch über Eltern, ne, aber du gewinnst hier wieder an viel, viel mehr Stärke, ja. Vielleicht gibt es da auch Einladungen hier im Monat November, für einige, die mit Kindern vielleicht auch zu tun haben, oder es gibt eine Einladung für einen Neuanfang, dass man sich das hier nochmal anguckt mit jemandem, ja, ja, oder dass auch, wenn ihr vielleicht auch Kinder habt und da irgendwie so ein bisschen im Clinch seid, dass da auch wieder mehr Harmonie reinkommt oder generell ein harmonischer Neuanfang, vielleicht auch eine neue Kommunikation, auf die ihr gewartet habt. Also diese ganzen Sachen können so im November aufs Kollektiv zukommen. Ja, also ich muss echt sagen, insgesamt ist es eine wirklich tolle Energie, oder? Was sagt ihr? Könnt ihr mir ja gerne mal in den Kommentaren da lassen. Was sagen die Engel und Ahnen für den Monat November? Ja, da ist der Shaolin-Meister und der sagt, sei anmutig in Bewegung und Tat. Ne? Das ist so... Ja, stell dich auch den Dingen, die vielleicht im Monat November auf dich zukommen, ganz mutig. Sammel hier dein Qi, ja, dein Qi, was sich ja meistens hier im Solarplexus oder im Nabelchakra mit befindet. Sammel dein Qi und generier diese Energie einfach von innen nach außen, ja, dass du, ja, was macht denn so ein Shaolin-Meister? Ein Shaolin-Meister, der ist eigentlich ganz, der meditiert ganz viel, der ist in seiner Kraft. Ne, der hat einen ganz klaren Geist, ja, da haben wir ja die Klarheit mit der Königin der Schwerter. Und der kämpft nicht, weil er kämpfen will, der kämpft erst, wenn er kämpfen muss. Ne? Vorher übt er sich, vorher sammelt er sein ganzes Qi, das Yin und das Yang. Er sammelt dieses Qi in sich und vereint das ineinander. Genau. Ne? So, jetzt gibt es noch eine Botschaft mit, wenn ich es finde, wo ist es? Ich wollte euch nämlich noch was von Kurt Tepperwein mitgeben. Moment, ich muss mal ganz kurz suchen. So, wo ist Kurt Tepperwein abgeblieben? Ach, hier unten ist er. Da ist er doch. So. Kurt Tepperwein hat nämlich immer tolle Botschaften. So, oh, okay. Ich wollte eigentlich gerade fragen, ne? Aber das ist gut, wow. Das ist deine Botschaft von Kurt Tepperwein. Finde deinen eigenen Weg und leb dein Leben. Lebe um deiner selbst willen und nicht um anderen zu gefallen. Das ist richtig gut. Wer das Leben seiner Eltern oder nach den Idealen und Vorstellungen anderer lebt, vergeudet seine Zeit. Und dazu muss ich jetzt was sagen. Ja? Ich kenne ja Menschen, die machen genauso ihr Leben wie die Eltern, wie der Vater, wie der Mutter, wie die Mutter. Das merkt man dann immer daran, dass vielleicht ein Gegenüber oder irgendein Mensch sagt, aber mein Vater hat das doch auch so und so gemacht. Ne? Und das ist das. Jeder Mensch hat sein eigenes Leben, hat seine eigene Wahrnehmung auch vom Leben, von dem, was er oder sie erfahren hat. Ja? Und es geht jetzt wirklich darum, dass du wirklich das Leben lebst, was nicht dir deine Eltern ständig sagen, was du machen sollst oder andere Menschen, sondern dass du das Leben lebst, was du wirklich leben möchtest, was dir ein gutes Gefühl gibt, wo du sagen kannst, ja, das lebt sich wirklich gut so, ne, das ist mein Traum, da möchte ich hin und an diesen Zielen zu arbeiten. Ja, viele werden jetzt sagen, ja, wie soll ich denn das machen? Ja, ich will vielleicht finanzielle Unabhängigkeit haben. Ja, das kannst du haben. Wenn du weißt, was du wirklich mit Leidenschaft machst, wenn du wirklich deine Berufung leben möchtest und wenn du wirklich diesen Weg anfängst zu gehen und der immer Stück für Stück weitergeht, ja, so kannst du das erreichen, was du erreichen willst. Man kann nicht von heute auf morgen finanzielle Freiheit vielleicht erreichen, vielleicht doch, wenige doch, ne, wenn sie es gut anstellen. Aber wenn man jetzt wirklich eine, sagen wir mal, eine finanzielle Freiheit erreichen möchte, nicht mehr abhängig sein möchte von Ämtern, von Firmen oder wie auch immer, ne, von einem Arbeitgeber, dann sollte man Stück für Stück sich einen Plan machen. Was will ich überhaupt? Was ist mein Traum? Mit was möchte ich rausgehen an die Öffentlichkeit? Was fehlt den Menschen? Wie kann ich den Menschen überhaupt weiterhelfen? Ja, und darum geht's.
Ja, dass du dein eigenes Ding machst und diese Fülle in dein Leben kommt ganz von alleine, ganz von alleine. Und es muss sich immer leicht anfühlen. Wenn es sich schwer anfühlt, dann ist es nicht deins, ne? So, genauso sollte ich das jetzt sagen. Und es ist auch meine eigene Erfahrung, ja, die ich hier mit reingebe. So, jetzt geht's weiter. Um deinem eigenen Leben Ausdruck zu verleihen, musst du dich selbst spüren. Gehe in dich und erkenne den Unterschied zwischen deinen Bedürfnissen und denen deiner Mitmenschen. Kein Wunder, dass du dich in deiner Haut nicht wohlfühlst, wenn du stets anderen entsprechen willst. Entsprich dir selbst und du wirst Frieden in dir finden. Ja. Und damit ist wieder das Ding gemeint, dass man es immer anderen recht machen will. Ja. Aber man sollte es sich erstmal selber recht machen. Und dann, wenn du in dieser Kraft bist, dann kannst du anderen Menschen helfen. Ne? Genauso. Ja, meine Lieben, das ist doch ein toller Ausblick für den November, finde ich, oder? Gut, dann wünsche ich euch mal eine ganz, ganz wundervolle Zeit, einen ganz, ganz wundervollen November. Ciao!